Ich stehe hier wohl in der Mitte meines Lebens und frage mich, was ich körperlich noch leisten kann. Wie hoch ich imstande bin, noch zu springen. Um Verletzungen zu vermeiden und meine Sprungkraft zu maximieren, mache ich ein strukturelles, zielorientiertes Training. Mein Körper muss erholt sein für die Sprungkrafttrainingseinheit. Die Vorbereitung zählt. Aufwecken. Kontrolliert, explosiv die Bewegungsausführung. Rumpfstabilität ist eine weitere Voraussetzung. Beweglichkeit in Verbindung mit Rumpfstabilität. An meiner Dehnfähigkeit, Länge von den Ischios kann ich noch mächtig arbeiten. Aber für die Sprungkraft braucht man auch eine gewisse Stiffness. Ich beachte alle Funktionsketten einzeln, um sie später zusammenzufügen. In einen schönen, ordentlichen Bewegungsablauf. Jede einzelne Muskelgruppe muss wissen, was zu tun ist. Pause dazwischen, runterfahren und dann wieder Vollgas. Ich füge die einzelnen Bewegungskomponenten zusammen in ein komplexes Bewegungsmuster. Kreispunkt haben wir die Möglichkeit, euch sportwissenschaftlich zu beraten und Leistungsdiagnostik durchzuführen.